Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Rise of the Tomb Raider. Wir nähern uns so drastisch dem Ende, dass dies hier die letzte Folge werden wird. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier hochgehen und dann uns noch ein schöner Bosskampf bevorsteht. Irgendwie was in der Art. Gegen einen Heli. Nicht dein Ernst. Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen's. Mach dich bereit. Meine Waffen sind nutzlos gegen den Helikopter. Shit. In der Luft treffen. Mach dich bereit. Nochmal. Wir lassen das Katapult nach. Moment. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass ich hier so stehe, wo ich gerade stehe. Feuer. Wir schießen. Das war's. Das ist Schwein. Schickt eine Einheit. Sofort. Ich will sie tot sehen. Das ist nicht das, was ich eigentlich vorhatte. So. Oh, oh, oh. Soll ich heilen, glaube ich. Ich bin noch nicht fertig. Wir müssen das Gegengewicht neu aus. Sind gleich bereit. Au, au, au. Wo kam der denn her? Das war sehr uncool. Der stand plötzlich hinter mir und schießt mich einfach so. Ich würde mich davor heilen. Wir müssen sein, Laura. Wir laden nach. Ich muss Sophia signalisieren, das Katapult abzufeuern. Ach so, er hat mich abgeschossen, oder was? Hallo? Geht's noch? Lara, wir werden angegriffen! Wir versuchen, dieses Schwein loszuwerden! Ihr müsst sofort da weg! Nein, wir führen den Kampf zu Ende! Danke, Sophia! Oh, oh, ich hoffe, dass ich jetzt nicht durch mein eigenes Feuer wieder sterbe. Das wäre uncool. Oh. So, hier sah es ja ganz gut aus. Mal kurz die Munition wechseln zu dem hier. Dann immer schön die Position wechseln. Werde beschossen.
Da haben wir ein bisschen Munition. Achso, das sind, ach, das sind Sprengpfeile. Das ist gar nicht gut. Hallo, lass mal heilen. Ich kann mich nicht heilen. Doch, ich kann mich heilen. Die Waffe hier brauche ich. Au, 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 au. Wir wollen hier so einen Katapult nachladen. Na, wurde auch Zeit. Oh oh, 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 nicht gut. Au. Nicht so gut? Haben die mich nicht gesehen, oder was? Oh, das war keine gute Idee. Ist auch keine Absicht. Ich wollte eigentlich gar nicht runterfallen. So. So, einmal hier noch. Halt, das war das. Finden Sie einen Ausgang. Fuck. Jetzt nur Sie und ich, Lara. Ich habe gar keine Waffen mehr dort. Keine Waffen, keine Helfer, keine Hoffnung. So, zu Ihrem Grab. Kämpfen Sie mit mir! Verstecken Sie sich nicht im Schatten! Sie sind aus härterem Holz geschnitzt als Ihre Freunde. Ja, ich kämpf doch. Nutzen Sie, ich soll was nutzen, um ihn abzulenken. Warum kann ich nicht einfach so draufhauen? Das ist die einfachste Variante. Okay, das war Nummer 1. Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seele. Oh, was für ein Arsch. Ah, da war eine Dose. Sie sind stärker als Ihr Vater jemals war. Ich kann sie sehen. Au, au, au. Ich hab, wo ist die Dose hin? Die Dose ist verloren, oder was? Ja, ich kannte ihn. Als meine Schwester sich in ihre Familie einschlich, war ich da. Der Beobachter im Schatten. Er war ein genialer Kopf. Oh, das war nix. Oh, fuck. Da war ich ein bisschen zu hektisch, glaube ich.
Scheiße. Ich muss den ganzen Kampf nochmal machen oder reicht es noch? Ah, okay. Gott sei Dank. Mein Bogen. Wie auch immer diese Dice rausgerissen hat. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals ihr Schicksal. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet. Nein, Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Sie irren sich. Seien Sie still. Seien Sie einfach still. Das letzte Mal, als ich... Sie sind es nicht wert. Er war so erbärmlich. Ja, und ich glaube, das wäre mir zum Verhängnis geworden. Das... Nee. Ich kenne noch den Film, den ersten Tomb Raider-Film. Und Angelina Jolie dreht um. Aber ich... lass mich durch sowas nicht kleinkriegen. Anna! Stopp! Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein! Das ist, was Trinity gebracht hat. Tod. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Oh. Ich sterbe. Das ist meine letzte Hoffnung. Anna, nein! Jacob, halten Sie durch! Durchhalten? Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre Sie.
In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Geliebte Lara, ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon tausendmal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Und das war Rise of the Tomb Raider. Wir haben es geschafft. Yay. 100%. Das Einzige, was fehlt, sind tatsächlich noch die Fertigkeiten. Ich nehme mal die Moster raus. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn da wieder eine große Pause zwischendrin war. Es war ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Ich finde toll, was Crystal Dynamics da draus gemacht hat. Aus dieser Serie. Wie man erkennt, wie aus Lara Croft eben die Grabräuberin wird, Tomb Raider. Und es nicht immer nur die Spiele gibt, wo sie eben schon die knallharte Frau ist, die sie wird. Und selbst hier, sie wird natürlich immer mehr zu der knallharten Killerin. Das ist klar, aber mir gefällt es, wie es erzählt wird. Mir gefällt es, dass man hier eben nicht nur eine große Story verfolgt, sondern nebenbei eben zum Tomb Raider wird. Dass man hier viele Gräber zum Erkunden hat. Ich dachte tatsächlich am Anfang, es wäre noch mehr. War vielleicht ein bisschen utopisch gedacht von mir, okay. Gebe ich zu, aber das waren eigentlich mit die coolsten Sachen, die Gräber zu erforschen. Wie im ersten Teil eigentlich auch schon, wobei da waren es auch nicht so viele, glaube ich. Da gab es immer wieder mal ein paar. Hier waren es definitiv mehr, würde ich sagen. Also rein vom Gefühl her. Ich habe keine Zahlen. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, hier waren es mehr. Und ich glaube, ich habe es mir auch anmerken lassen, dass das was... Dass das die Dinge waren, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, die Gräber zu erforschen. Und natürlich nebenbei die Story, klar, aber die Schauplätze waren einfach unglaublich toll gemacht. Ich fand das Spiel grundsätzlich toll inszeniert. Es war wieder ein bisschen heftig, so eine Frau gegen die Welt und schlachtet halbe Armeen ab, okay. Aber tendenziell trotzdem eine richtig tolle Spielereihe, die jetzt hier entstanden ist. Und ohne groß was zu wissen, ich weiß nur, dass es den Teil gibt, ist ja der nächste Teil, der jetzt rauskommt, oder rausgekommen ist mittlerweile, Shadow of the Tomb Raider. Und auch den werde ich natürlich
noch irgendwann spielen. Vorzugsweise dann, wenn sie den bei Steam im Angebot gibt. Ja. Mehr bleibt mir an dieser Stelle, glaube ich, gar nicht zu sagen. Mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass die Zeit doch angemessen war für die ganze Folge. Da war ich mir noch unsicher letzte Folge, aber hat ja wunderbar gepasst. Und dann lassen wir noch voll die Credits durchlaufen und ansonsten freue ich mich drauf, euch bei einem neuen Let's Play von mir willkommen zu heißen. Keine Ahnung, was jetzt als nächstes kommt. Lassen wir uns überraschen. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich, dass alle, die das jetzt hier gerade hören von mir, bis zum Ende dabei geblieben sind. Es war nicht immer ganz einfach, vor allem die eine Folge da, bei der ich über eine Stunde rumprobiert habe, um an dieses blöde Dokument zu kommen, die wohl dümmste Stelle im ganzen Spiel. Da muss ich nochmal drauf zurückkommen, wenn mir das jetzt gerade so einfällt. Das Spiel war wirklich, wirklich gut gemacht und dann gab es diese eine bekackte Stelle, an der man so gut timen muss und so perfekt abspringen muss, dass es praktisch nicht möglich ist. Allerdings, und das ist mir jetzt natürlich erst danach klar geworden, habe ich das natürlich genauso gemacht wie im Video, in dem es erklärt wurde, weil ich mir wirklich nicht sicher, wie ich da hochkommen soll. Und habe mich dann dazu entschlossen, das wirklich einmal nachzuschauen, in einem Tutorial sozusagen. Und habe es genauso gemacht am Ende. Aber jetzt gerade, eben in dem Moment hier, fällt mir gerade ein, dass es vielleicht einfach klüger gewesen wäre, zu warten, bis ich die Seilaxt habe. Ich glaube, dann hätte ich das problemlos viel leichter hinbekommen. Besonders den letzten Sprung. Also alle Sprünge davor, okay, aber der letzte Sprung war ja häufig problematisch. Dann hatte ich irgendwie Stress, dass ich da hinkomme. Ich glaube, das war ein großes Problem. Der letzte Sprung. Da bin ich ja des Öfteren auch gestorben dann. Ich hätte das mit dem Seil machen sollen. Weil hätte ich auch nicht direkt treffen müssen, sondern bloß in die Richtung springen, wenn ich den letzten Rest einfach am Seil hochklettern können. Ob da schon mal jemand drauf gekommen ist auf die Idee? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich bin nur ich und der Typ, bei dem ich das Tutorial geguckt habe. Wahrscheinlich sind nur wir zwei so unkreativ gewesen. Aber ich dachte irgendwie, ich komme dahin. Dann mache ich das, dass ich mich natürlich später vielleicht leichter tue, wenn ich entsprechende Gegenstände habe, die ich dann später erst erhalte. Das war mir nicht klar. Also vielleicht sollte ich nicht immer so voreilig sein und möglichst schnell irgendwie alles haben wollen. Aber ich glaube, auch genau das ist ein Teil, dieses alles sofort haben wollen. Warum wir es letztendlich bei 100% ist, das durchgespielt haben, denn hätte ich jetzt an dieser Stelle erst angefangen, alles zu sammeln, was wir noch nicht gesammelt haben, dann hätte ich das nicht durchgezogen. Entweder hätte ich gesagt, okay, jetzt habe ich das Zeug nicht, okay, dann hole ich es auch nicht. Oder ich hätte angefangen und mich irgendwann total drüber aufgeregt, dass das ja vollkommen sinnlos ist irgendwie, denn für was sammle ich das jetzt? Gut. Genau genommen war es eigentlich generell vieles sinnlos, denn wir hatten nie Ressourcenprobleme. Ich hätte durchaus eine Schwierigkeit höher hoch spielen können. Einzige Tatsache, was sinnvoll war, warum ich die Schwierigkeit nicht noch höher gestellt habe, war tatsächlich, dass ich Angst hatte, also da stand dran bei der Schwierigkeitsstufe, wenn man sie höher gestellt hätte, eins, dass Upgrades teurer werden. Und ich dachte, vielleicht schaffe ich ja alle. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Aber ist auch nicht so wild. Aber ich hätte es gerne geschafft. Anna.
Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein. Noch nicht. Da war den Gegner aus dem dritten Teil. Nichtsdestotrotz, ich weiß natürlich gar nicht mehr, wo ich gerade war, was ich erzählt habe, ist auch egal. 98%? 98%? Achso, ja, gut, okay, das ist der letzte Spielstand. Okay, verstehe. Ich gehe davon aus, dass wir 100% geschafft haben. Ich könnte mal kurz nachgucken. Errungenschaften. So. Kurz aufmachen. Das sieht man jetzt natürlich alles nicht hier in der Aufnahme. So, lautlose Kills durch Messer. Ja gut, okay, habe ich nicht. Pfeil. Legen Sie einen Feind im Nahkampf mit der Flasche. Okay. 5 Giftpfeil. Ja, das sind also so Skill-Sachen auf einmal, die noch übrig sind. Kaufen Sie alle... kaufen Sie alle Objekte aus dem Vorratsschuppen. Das könnte ich mal noch machen. Das sind alles so Sachen... Das reißt nicht raus. Tauchen Sie in einem Brunnen. Kann ich auch machen. Finden Sie den besten Platz im Haus. Okay, keine Ahnung. Also es gibt noch viel, was man tun kann. Das sind... Meistern Sie 100% des Gesamtspiels. Das habe ich nicht bekommen. Das ist doof. Was heißt denn das jetzt für mich? Also es gibt noch ganz viel, was man tun kann, aber 100% des Gesamtspiels wäre eigentlich echt schön gewesen. Okay, gucke ich mir das jetzt noch an? Egal, das mache ich vielleicht mal alleine. Eigentlich müsste man 100% haben. So, lass mal das jetzt auch mal stehen. Was mich noch natürlich interessiert, da habe ich noch gar nicht geguckt, was hier bei Expedition. Da gibt es irgendwie ganz... Da gibt es so Herausforderungen, Karten. Ich habe gar keine Ahnung, was das bedeutet, was ich hier tun soll. Es gibt vieles, was man tun kann. Also irgendwie, wie man sieht, sind ganz andere Aufgaben auf einmal, die es hier gibt. Auch natürlich Schwierigkeitsgrad. Und es gibt verschiedene Level. Was man hier tun kann. Und da kann man halt verschiedene Sachen spielen. Sie unterstellen. Okay. Ja, sei es drum. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Also mit den Expeditionen, das weiß ich nicht. Und hier Croft anwesend. Da gibt's auch noch was. Oh. Ich wollte das gar nicht starten. Scheiße. Ich wollte eigentlich nur reingucken, was das ist. Hoppla. Warum startet das denn? Muss ich keinen Schwierigkeitsgrad auswählen?